Kennen Sie Greste? Das ist einer von 8 Ortsteilen Leopoldshöhes. Die Gemeinde an der lippischen Grenze ist ein Pendlerparadies. Als solches bietet Leopoldshöhe immer noch viele ländliche Bereiche, aber auch immer weiter wachsende Wohngebiete. Denn die Einwohnerzahl steigt. Ulrich Ketner lebt seit 40 Jahren in Leopoldshöhe. Seit 30 Jahren ist Greste sein Zuhause. Ich persönlich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen, weil ich immer etwas gesucht habe, wo ich auch in meinem Garten, auf meinem Grundstück ein bisschen verwirklichen konnte und fühle mich sehr wohl hier. Naja, man muss sich vorstellen, Leopoldshöhe ist ja eigentlich eine Schlafgemeinde von der Großstadt Bielefeld. Und da ist es schon etwas Besonderes, wenn großflächig, sag ich mal, keine Häuschen an Häuschen stehen. Ich finde auch durchaus Städte schön, aber als Rückzugsgebiet braucht man halt Luft und Platz und den haben wir hier. Die größte Baustelle ist für Leopoldshöhe vielleicht, dass sie von dem nur Wachstum irgendwann auch noch mal ein bisschen runterkommen. Denn es kann nicht sein, dass man nur immer sagt, es kann nur funktionieren, indem wir Wachstum fördern und praktizieren, aber irgendwann sind wir dann wie Bielefeld, ja? Und dann stellt sich die Frage, ob wir das wirklich wollen. Denn eines ist für Landschaftsgärtner Ketner klar. Wenn heutzutage Menschen, die im Berufsleben oft unter Stress und solchen Situationen ihren Job machen müssen, dass wenn die Feierabend haben, auch ein Rückzugsgebiet haben müssen, wo sie auch gut relaxen können. Infrastruktur, schulmäßig und auch Freizeit, Fahrradfahren und ähnliches oder sportliche Sachen für die Kinder ist alles vorhanden. Ich denke mal, es ist für jeden was dabei in Leopoldshöhe. Ja, und wenn dann einer etchen möchte, da haben wir auch Bielefeld oder Detmold in der Rückhand.